hast Elisabeth also das Musterbuch geklaut. Tanja hat dich dazu angestiftet. Habe ich recht? Das ist doch völliger Quatsch. Sie hat es im Schnell das liegen lassen. Ich habe es mitgenommen, wollte sie gerade anrufen und sie ihr wieder vorbeibringen. Tu dir keinen Zwang an. Ja, ist ja gut, ich hab's geklaut. Bitte geben Sie mir das Buch zurück. Das blonde Gift kann jeden Moment hier auftauchen. Und wenn ich das Buch nicht habe, zeigt sie mich an und ich werde abgeschoben. Bitte. Dann lass dir mal eine hübsche Ausrede einfallen. Hi. Regnet es draußen? Wo ist das Musterbuch? Wie wär's erstmal mit einem Café Negrito aus meiner Heimat? Quatsch mich nicht zu, wo ist das Buch? Sie sollten sich jetzt besser nicht so aufregen, denn es ist eben nach kurz, nachdem wir telefoniert haben, was wahnsinnig Witziges passiert. Ich war im Oscars, dieser süßen kleinen Kneipe, wo es die tollen Tapas und Cocktails gibt. Ich habe Mai Tai getrunken, musste dann natürlich aufs Klo, bin auf die Keramikabteilung. Das interessiert mich nicht. Das sollte Sie aber interessieren, denn als ich von der Toilette zurückgekommen bin, war mein Rucksack weg und das darin enthaltene Buch natürlich auch. Du willst mir gerade erzählen, das Buch, das du Elisabeth geklaut hast, hat wiederum dir jemand geklaut? Ja, das stimmt, das klingt dann wahnsinnig komisch, aber Zucker, Sie sind ein Zuckertyp, ne? Ja. Versuchst du gerade, mich zu verarschen? Ja, dann wäre ich ja schön blöd. Ich weiß ja, dass Sie sofort die Polizei rufen würden. Ja. Mensch, ich kann auch nichts dafür, dass mir irgendeine Sacknase meinen Rucksack geklaut hat. Nochmal lasse ich dir sowas nicht durchgehen. Hast du das kapiert? Super, das ist echt lieb. Ein Wort von mir und du bist zurück in Caracas. Hey, der gehört Frau Schneider. Ja, so sieht er auch aus. Klasse. Besser hätte ich es auch nicht machen können. Ja, ein Glück ist das jetzt vorbei. Vorbei? Jetzt geht's erst richtig los. Dann stimmt es also. Du stehst voll auf meine Mutter. Hast du schon mal was von Anklopfen gehört? Ich will sofort wissen, warum du meine Mutter mit den Augen ausziehst. Was ist denn jetzt los? Abgesehen davon, was stehst du hier eigentlich rum? Hast du nichts zu tun? Ich will sofort wissen, warum du meine Mutter mit den Augen ausziehst. Hör mir mal gut zu. Ich schätze deine Mutter als äußerst fähige persönliche Referentin und mehr nicht. Alles andere spielt sich in deinem süßen kleinen Köpfchen ab, okay? Ist das so ein Männerding? Sie gehört dir nicht. Du willst sie Papa wegnehmen. Dass man einen Menschen irgendjemanden wegnehmen könnte. Das ist Schwachsinn. Flieger nach Caracas ist gebucht. Du hast Elisabeth dieses verdammte Buch nicht gestohlen. Doch, hab ich. Ach, und warum hatte sie es dann gerade? Wie jetzt? Was hat sie dir bezahlt, hm? Ich habe ihr doch schon erzählt, dass ich selber bestohlen worden bin. Vielleicht hat der Typ das ja. Ja, auf mich fit, um zu verkaufen. Da nichts angebrannt. Frau von Arnstein, bitte. Wenn Sie gekommen sind, um sich die Unterlagen für die Aufenthaltsgenehmigung anzugucken, mit dem Lebenslauf bin ich fast fertig. Schön, sehr schön. Aber deshalb bin ich nicht gekommen. Ach. Emilio. Du weißt, du kannst über alles mit mir reden. Ich werde nicht gleich die Polizei einschalten. Mhm. Gestern wurde ein Buch aus meiner Tasche genommen. Ein Buch mit Skizzen. Völlig uninteressant für jemanden, der mit Mode nichts zu tun hat. Ich gehe mal davon aus, dass Tanja oder Clarissa dahinter stecken. Und ich halte beide für skrupellos genug, dich für ihre Zwecke einzuspannen. Tanja, sie hat. Also ich konnte nicht. Ja, ist ja gut. Ich verurteile dich gar nicht deswegen. Aber kannst du mir mal erklären, wie Clarissa an das Buch gekommen ist? Ich habe keine Ahnung. Sie muss den Plan gekannt haben. Sie stand auf einmal vor der Tür und wollte es haben. Hast du es ihr gegeben?
Was soll ich denn anderes machen? Und kurz darauf kam Tanja hier an und behauptete, dass sie das Buch schon wieder hätten. Ja, allerdings. Das gibt es doch alles gar nicht. Ich meine, die Weiber, die haben doch nicht mehr alle Pfannen auf dem Dach. So siehst du das also. Hm. Apropos Pfannen, hier riecht's brenzlig. Nicht schon wieder. Hi, komm rein. Sicher, dass ich nicht gleich wieder gehen soll? Das mit gestern tut mir leid. Ich hatte halt ein bisschen Stress. Das habe ich gemerkt. Und darum habe ich dich zum Essen eingeladen, weil ich mich bedanken wollte, dass du mir bei dem Papierkram geholfen hast. So, du glaubst also, du hast mir so einen komischen Fladel in die Pfanne und schon das Eis wieder vergessen? Wasser? Ja, ich weiß, mein Benehmen war unentschuldbar, aber das kommt nicht wieder vor. Das war das allerletzte Mal, versprochen. Ich will mich ändern. Ich will jetzt ein besserer Mensch werden. Und wie stellst du dir das vor? Ja, ich brauche nur gültige Papiere, eine Aufenthaltsgenehmigung und dann suche ich mir einen Job. Das ist nicht so einfach. Ich weiß. Griffin Landschon hilft mir dabei, die Aufenthaltsgenehmigung und die gültigen Papiere zu bekommen. Und du könntest mir helfen, einen Job zu finden. Also bevor ich das tue, solltest du erstmal lernen, deine Mitmenschen mit ein bisschen Respekt zu behandeln. Und nicht einfach jemanden, den du um Hilfe gebeten hast, wieder wegzuschicken. Ich hab doch gesagt, es tut mir leid, uns kommt nicht wieder vor. Ehrenwort. Ja, mit den Papieren. Nee. Ich hab dich eingeladen, damit wir zusammen essen. Den Papierkram können wir morgen machen. Heute gibt es nur Tortilla. Ihr riecht es angebrannt.